Wladimir Putin erhöht den Druck. Der russische Präsident lobt die Gefechtsbereitschaft seiner Armee und kündigt an, dass Russland Waffen der Zukunft entwickeln wird. Der Westen reagiert mit Sanktionen, aber die scheinen Putin kalt zu lassen. Und so spitzt sich der Konflikt in der Ukraine weiter zu. Herzlich willkommen bei Politik Live. Es gibt viel zu besprechen. Nicht nur die USA und die EU versuchen Russland jetzt mit den Waffen der Wirtschaft Einhalt zu gebieten. Auch Japan, Australien oder Kanada schließen sich den Sanktionen an. Bevor ich gleich mit den AußenpolitiksprecherInnen der Parlamentsparteien darüber spreche, was all diese Maßnahmen bringen oder auch nicht, gibt uns Katja Winkler einen Überblick. Der Westen verschärft die Gangart gegenüber Moskau. Vermögenswerte von Personen, Banken und Firmen sollen eingefroren werden, Einreiseverbote verhängt, der Handel mit russischen Staatsanleihen ausgesetzt werden. Aber wie schmerzhaft sind diese Sanktionen für Putin? Die Sanktionen, die wir jetzt sehen, tun ihm noch nicht wirklich weh. Dass man Unternehmerinnen und Unternehmer bestraft, die in Luhansk oder Donetsk Geschäfte machen, das ist sicherlich ärgerlich, aber Russland ist ein großes Land, das betrifft sozusagen die Gesamtwirtschaft wenig. Auch das nicht mehr handeln mit russischen Staatsanleihen ist kein großes Thema. Russland hat sehr solide Staatsfinanzen entwickelt. Auch das vorläufige Ende der Unterwasserpipeline Nord Stream 2 könne Russland verkraften. Russland ist mittlerweile sehr viel stärker mit China im Handel verbunden. Und das bedeutet, dass wenn das Gas nicht mehr in Europa abgekauft wird, dann geht es eben woanders hin. Wirklich schmerzhaft wäre für Russland der Ausschluss vom internationalen Zahlungssystem SWIFT, meinen Experten. Ein Schritt, über den schon viel diskutiert, der bislang aber noch nicht gesetzt wurde. Wird zu viel diskutiert? Wie soll und kann Europa die anhaltenden Provokationen Putins kontern? Und was kann das kleine Österreich bei all dem bewirken? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen und das sind heute Abend. Reinhold Lopatka, der Abgeordnete der ÖVP, ist seit 2013 außenpolitischer Sprecher der Österreichischen Volkspartei. Eva Ernst Giecitz. Die Nationalrätin ist Sprecherin für Außenpolitik der Grünen. Axel Kassecker, der Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat, ist Außenpolitiksprecher der FPÖ. Harald Troch, der SPÖ-Politiker, ist Abgeordneter zum Nationalrat und Bereichssprecher für Menschenrechte bei der Sozialdemokratischen Partei. Helmut Brandstätter, der Nationalrat, ist Sprecher für Außenpolitik der NEOS. Und leider ist unsere Runde auch heute wieder männlicher, als sie sein müsste. Wir haben die AußenpolitiksprecherInnen der Parteien eingeladen. Bei der SPÖ wäre das Pamela Rendi-Wagner, die uns aber abgesagt hat. An ihrer Stelle ist Harald Troch bei uns, worüber wir uns aber auch sehr freuen. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Herr Lopatka, wir haben es gerade im Beitrag gehört. Der Herr Felbermayr sagt, die Sanktionen tun in ihrer derzeitigen Form Russland nicht wirklich weh. Ja, warum, fragt man sich dann, sollte dann Putin zum Einlenken bewogen werden? Ich glaube, dass die Sanktionen allein nicht das Instrument sind, das zum Einlenken bewogen wird. Es geht hier darum, dass man den Weg der Verhandlungen und der Diplomatie nicht verlässt. Und der Schwerpunkt meines Erachtens auch von unserer Seite sollte sein, alles zu tun, dass die Gesprächskanäle offen bleiben. Daneben gibt es die Sanktionen, die sind gerechtfertigt, die tun uns auch weh. Und die sind ein Instrument, das in der Europäischen Union in solchen Fällen zur Anwendung kommt. Reinhold Lopatka sagt, die Gesprächskanäle sollen offen bleiben, aber jetzt wird seit Wochen verhandelt. Muss man nicht schon langsam sagen, alle diplomatischen Mittel sind ausgeschöpft? Nein, das denke ich nicht. Die Sanktionen wirken aus meiner Sicht tatsächlich wie eine rote Ampel. Das heißt, natürlich kann man drüber fahren, aber unter Umständen tut das ordentlich weh. Und was ist die Alternative zu der Aufrechterhaltung der diplomatischen Gespräche? Was ist die Alternative zum Handlungsspielraum ausloten, so dass beide sozusagen Parteien hier womöglich noch zu einer friedlichen Lösung kommen? Wir wissen, alles andere wäre die totale Eskalation. Und das kann niemand wollen. Wir wissen, dass dieser Konflikt ja nicht in der Region bleibt, sondern uns alle in Europa betreffen würde. Und umso wichtiger ist es, dass wir hier als alle Mitgliedstaaten, aber natürlich auch in Absprache mit den internationalen Partnern an einem Strang ziehen und auch entsprechend klar Putin gegenüber kommunizieren. Ich denke, das ist auch die einzige Sprache, die er versteht. Herr Troch, fällt Ihnen eine Alternative ein, eine andere Sprache, die Putin verstehen könnte?
Ich glaube, man muss einmal davon ausgehen, von den Fakten. Faktum ist, es gibt eine klare Völkerrechtsverletzung. Russland ist der Aggressor. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich sehe die Sanktionen, die jetzt im Gespräch sind und zum Teil schon verhängt wurden, als klares Signal. Als Signal Europas, eine gemeinsame Sprache. Langfristig heute von Sanktionen nicht viel. Die werden ja umgangen. Wir machen die Zwischenhändler wie Weißrussland reich. Die verdienen sie ja gerade an den Nasen, als dazwischen, die Zwischenrouten für die Umgehung der Sanktionen. Daher glaube ich, das Gespräch, die Diplomatie, der Dialog, ganz im Sinn auch von Bruno Kreisky, man kann immer was tun, auch in der Außenpolitik, in der Friedenspolitik, da gibt es keine Alternative dazu. Russland ist der Aggressor, das sagt Herr Troch ganz klar. Herr Kasecker, Ihr Parteichef, sieht das nicht so eindeutig. Er meint, dass die NATO eine Mitschuld habe, die EU, die USA, sogar die Ukraine selbst. Also im Lichte dieser Einschätzung, wie sehen Sie denn die Sanktionen? Sind die gerechtfertigt? Das ist ein gutes Stichwort. Russland ist der Aggressor. Wir sind wieder im Spiel Gut-Böse, die Achse des Bösen. Das kennen wir auch schon aus anderen. Letztlich dann Entwicklungen, die leider in Kriegen geendet haben. Das ist ja das, was wir sagen. Also, wir sind jetzt nicht der Anwalt Russlands oder Putins, um das auch einmal klar festzustellen. Wir sind als Republik Österreich ein neutrales Land. Das wird mitunter leider vergessen in den Entwicklungen hier. Und als neutrales Land sind wir völkerrechtlich dazu verpflichtet, äquidistant zu sein und kalmierend zu wirken und nicht schwarz-weiß zu malen. Und wenn Sie fragen, wer ist jetzt schuld an diesem, das ist eine Spirale, die sich nach oben dreht, leider, wo wir rechtzeitig jetzt die Notbremse ziehen müssen. Und das kann ja nur sein, an den Verhandlungstisch zu gehen. Aber es ist nicht dienlich, diese Schwarz-Weiß-Malerei. Und die einen sind die absolut Bösen und die anderen sind die absolut Guten. Das wird nicht funktionieren und ist auch nicht dienlich für eine weitere Lösung, die im Verhandlungswege erreicht werden muss. Und das Anerkennen dieser Oblaste, dieser Republiken ist jetzt kein Völkerrechtsbruch, weil letztlich, die haben sich ja schon 2014 für unabhängig erklärt und Putin hat sie halt jetzt anerkannt. Also man muss auch hier die Kirche im Dorf lassen und durchaus Aktionen, die Putin macht, als das beurteilen, was sie sind und hier auch nicht übertreiben. Das Thema Neutralität, das Sie angesprochen haben, bringt uns jetzt direkt zu den NEOS. Herr Brandstätter, Ihre Parteichefin Beate Meinl-Reisinger hat diese Woche bei einer Pressekonferenz gesagt, wer jetzt neutral sein möchte, der ist feig. Österreich ist aber ein neutrales Land. Wollen die NEOS daran etwas ändern? Nein, aber die NEOS kennen die Verfassung offenbar besser als der Herr Kasseck und vor allem besser als der Herr Kickl. Und wir haben natürlich durch den Beitritt zur Europäischen Union auch unsere Bundesverfassung geändert. Und nach Artikel 23f ist völlig klar, dass wir im Rahmen der Europäischen Union uns an verschiedenen Aktionen auch beteiligen. Das heißt, wir wahren die Neutralität, weil wir weiterhin keine fremden Truppen auf unserem Boden dulden und weil wir keinem Militärbündnis beitreten. Aber andererseits, eben laut unserer Verfassung beteiligen wir uns selbstverständlich an Aktionen, wo wir anderen helfen. Und ich möchte das schon klar sagen. Die Ukraine ist ein eigenes, selbstständiges, souveränes Land, so wie Österreich. Die Ukraine ist bei keinem Militärbündnis und wurde offensichtlich überfallen. Und da gibt es keine Neutralität, sondern da können wir nur sagen, wir helfen einem Land, so gut wir das können, mit medizinischer Ausrüstung, mit anderen Dingen, selbstverständlich im Rahmen der Europäischen Union. Und wir müssen vor allem zurückweisen, weil das kann ja anderen Ländern auch noch passieren, zurückweisen die Geschichtsfälschung des Herrn Putin, der erklärt, die Ukraine gibt es überhaupt nicht. Ja, wenn es danach geht, gibt es viele europäische Länder nicht, weil sie sich ja erst in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gebildet haben. Aber die Ukraine hat sich seit 1000 Jahren in unterschiedlicher Form mit Polen, mit Litauen herausgestaltet. Aber es ist selbstverständlich ein europäisches Land. Und unsere Aufgabe ist, diesem Land natürlich zu helfen, letztlich auch, um uns zu helfen und einem Aggressor zu sagen, wenn du das machst, werden wir alles mobilisieren, um dich zu stoppen. Aber wir treten keinem Militärbündnis bei, wie Sie gesagt haben. Österreich ist nicht bei der NATO. Nein. Auch Schweden und Finnland sind das nicht. Aber dort gibt es jetzt eine Diskussion darüber. Eine Frage an die Runde. Angesichts der Bedrohung durch einen Krieg in Europa, wäre es nicht an der Zeit, auch in Österreich über einen NATO-Beitritt zu diskutieren? Das glaube ich nicht, dass das die Antwort ist. Ich glaube, Neutrale können gerade in einer Phase, in der wir jetzt sind, eine enorme Bedeutung bekommen. Niemand würde in der Schweiz diese Frage stellen, ob man die Neutralität aufgeben soll. Was wir aber müssen,
das ist ja vorher schon angesprochen worden, innerhalb der Europäischen Union solidarisch sein. Das erwarte ich mir von Österreich. Und hier gibt es für uns, das muss man auch ehrlich sagen, dann Grenzen. Die Europäische Union ist erst am Beginn, hier eine Verteidigungsstruktur zu entwickeln. Wir haben diese strukturierte Zusammenarbeit, PESCO, erst seit wenigen Jahren. Wir haben jetzt erstmals von 2021 bis 2027 ein Budget, den Europäischen Verteidigungsfonds, wo immerhin 7 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Wir haben erstmals jetzt einen Vorschlag im Herbst bekommen von der Kommission, dass es hier zu einer schnellen Einsatztruppe kommen soll. Das muss man diskutieren. Da haben Sie recht. Das wird in Finnland, das wird in Schweden viel stärker diskutiert. Die sind weg von der Neutralität, Blockfreiheit. Und unterschiedlich, welche Regierung ist, haben die dort eine Debatte. Das stimmt, was NATO-Mitgliedschaft betrifft. Österreich ist hier anders. Unsere Neutralität ist eine militärische, das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass wir hier verpflichtet sind, quasi neutral wegzuschauen, wenn Völkerrechtsverletzungen da sind. Na, selbstverständlich haben wir hier eine politische Position einzunehmen. Das tut die Bundesregierung sehr klar in dieser Frage. Wir brauchen die Neutralitätsdiskussion meines Erachtens nicht. Wir nehmen, Ich hätte zwei Aspekte bei der Neutralität. Der eine Punkt ist die österreichische Neutralität. Also im Volk, im österreichischen Volk ist das total verankert und ist ein wichtiger Faktor für uns auch als Standortpolitik. Wien als Konferenz- und Kongresszentrum, da hat die Neutralität sehr viel gebracht, auch außenpolitisch. Man muss sie nur einsetzen für eine aktive Außenpolitik. Die Bundesregierung schläft jetzt, sie hat sie abgemeldet außenpolitisch. Es passiert ja nichts. Das ist völlig Man macht ja nichts draus. Ich möchte die Neutralität sondern die Neutralität wäre auch eine Exit-Strategie für die Ukraine. Und niemand geringerer als der Außenpolitiker der USA schlechthin, Henry Kissinger, sagt ja auch, die Neutralität wäre ein spannender Aspekt. Das kommt sogar aus den USA. Aber Kollege Troch, sollte das nicht die Ukraine entscheiden? Österreich. Das ist Sache der Ukraine und nicht unsere. Nein, nein. Die brauchen keine Empfehlungen. Auch die Österreicher haben nicht freiwillig die Neutralität gewählt. Aber wir haben das war unser Preis, die Teilung des Landes in Ost und West zu verhindern, die Unabhängigkeit Österreichs, die nationale Einheit zu bewahren, die zu bekommen. Niemand hat uns gefragt in Wirklichkeit die Neutralität, sondern das war das Verhandlungsergebnis mit den Alliierten. Und das heißt, man kann sich das nicht immer aussuchen. Moment. Und ich glaube, eine Exit-Strategie für die Ukraine wäre durchaus, dass wir unsere Erfahrungen aktiv einbringen. Die Neutralität kann die Situation stabilisieren. Kleiner Widerspruch. Das Land Ukraine war im Jahr 2014 neutral und hatte es auch nicht in der Verfassung, dass man zur NATO beitreten will. Und die Ukraine ist überfallen worden. Punkt 1, die Neutralität hat nicht geholfen. Punkt 2, wenn Putin weiter vormarschiert in die Ukraine, in die Westukraine, dann steht er mit Panzern in Uschgorod. Uschgorod liegt von Wien aus mehr als Bregenz. Dann werde ich mir die Diskussion hier anschauen. Und Punkt 3 halte ich für besonders wichtig. Es geht sicher nicht um einen NATO-Beitritt, sondern es geht um eine europäische gemeinsame Verteidigung. Weil ich denke ein paar Jahre voraus und ich weiß nicht, wie sich die Vereinigten Staaten und die Politik dort entwickeln werden. Ich weiß nicht, wer in 6, 8 Jahren Präsident ist. Und der Herr Trump hat schon einmal gesagt, die NATO hat keine Bedeutung mehr. Ich vertraue den Amerikanern weniger jedenfalls, als ich unseren europäischen Freunden vertraue. Deswegen möchte ich eine europäische gemeinsame Verteidigung. Dafür gibt es Grundlagen ja in den EU-Verträgen. Dafür gibt es Grundlagen in der österreichischen Verfassung. Und das müssen wir ausbauen. Und dann haben wir mehr Sicherheit, was Angriffe von außen militärische betrifft, was Cyberwar betrifft, ist im Moment ganz aktuell. Aber auch was Terrorismus betrifft. Wir brauchen, wenn wir für Sicherheit in Österreich werben, dann brauchen wir die gemeinsame europäische Sicherheit und die müssen wir so schnell wie möglich machen. Die Neutralität hat der Ukraine leider gar nicht geholfen. Das ist ja schon länger eine Frage. Herr Brandstätter, Sie wissen schon, dass in der ukrainischen Verfassung der Beitritt der Ukraine zur jetzt, NATO... Aber 2014 jetzt. Nicht. Aber 14, ja, aber Sie sind überfallen worden als neutrales Land. Der Situation auch nicht. Putin hat die neutrale Ukraine überfallen. Das ist ja genau Faktum. Die Kette. Putin hat die neutrale Ukraine 2014 überfallen. Ich Danke, weiß nicht, Herr Kollege. Nein, ich zitiere Sie jetzt und frage mich, in welcher Wirklichkeit Sie leben.
Es hat 2014 die Maidan-Revolution gegeben. Man kann auch sagen Putsch, wenn man will, die Revolution. Sagt der Putin. Die dazu geführt hat, dass Janukowitsch die Macht abgeben musste und Poroschenko gekommen ist. Und Poroschenko dann auf einmal nichts mehr wissen wollte von Neutralität, EU-Beitritt, NATO-Beitritt. Das muss man auch einmal sagen. Ceausescu musste auch gehen, weil sein Volk ihn nicht mehr wollte. Das passiert halt. Neutralität, dann muss man kurz auch einmal unterscheiden zwischen der verfassungsrechtlichen Neutralität und der völkerrechtlichen. Ich würde jetzt da keine Vorlesungen halten, aber wir haben natürlich auch Expertise und die völkerrechtliche Neutralität, Frau Kollegin Cicic, ist unantastbar. Ich zitiere Sie von gestern und da sind wir schon nicht mehr auf der sicheren Seite, weil streng genommen sind die Beteiligungen jetzt an den EU-Sanktionen möglicherweise jedenfalls Truppenüberflüge, Truppentransporte durch unser Hoheitsgebiet mit dieser völkerrechtlichen Neutralität nicht vereinbar, eine Neutralitätsverletzung. Und das ist ja eine wechselseitige Sache. Das heißt, diese Neutralität Österreichs muss ja auch von anderen Staaten anerkannt werden. Also durch so eine Vorgehensweise begeben wir uns sogar in die Gefahr, dass andere Staaten dann sagen, die sind überhaupt nicht neutral, die sind parteiisch. Also das ist ja ein ganz anderes Thema als das EU-Recht. Also da reden wir ja vom Völkerrecht. Ja, darf ich da auch ganz kurz kommentieren, vor allem, was ich hier höre. Natürlich ja zu einer gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber nein zu NATO und nein zur Aufgabe der Neutralität, da hat Kollege Troch recht, es ist ja historisch ganz klar, wieso wir diese haben und deswegen sollten wir, glaube ich, genau das nutzen, dass wir als Vermittlungsplattform auch sehr oft genau in diesen schwierigen außenpolitischen Krisen in der Vergangenheit schon gute Ergebnisse erzielen konnten und auch hier genau das anbieten. Aber ich würde jetzt gerne weggehen von sozusagen der österreichischen Situation und von der parteipolitischen Debatte hier. Ich denke nämlich, die Situation in der Ukraine ist einfach zu ernst. Sehr ernst. Cyberangriffe ist das eine Stichwort. Erst heute wieder. Wir wissen, dass die gesamte Infrastruktur von Innen bis Verteidigungsministerium bis Außenministerium lahmgelegt werden können. Wir wissen, dass die gesamte Infrastruktur für die Zivilbevölkerung in der Ukraine lahmgelegt werden kann. Wir wissen, dass die Leute dort, wenn die Eskalation weitergeht, bald keinen Strom haben, kein Wasser haben, nicht zum Heizen haben und womöglich auch infolge nichts zum Essen haben werden. Das heißt, ja, Österreich muss hier humanitäre Hilfe leisten. Genau. Ja, wir reden natürlich auch darüber, wie können wir über den Auslandskatastrophenfonds und so weiter hier Hilfe an die Ukraine leisten, damit vor allem die Bevölkerung nicht das Gefühl hat, sie ist alleingelassen worden. Ich möchte auf dieses Thema aber noch wichtig, zu sprechen kommen. Aber wichtig, glaube ich, ist, abseits von dem, weil der Kollege ein wenig, wie ich denke, nicht richtig gesagt hat, dass wir in Österreich nichts tun. Im Gegenteil. Wir haben schon vor Monaten erste Anträge zur Ukraine beschlossen. Wir haben uns schon vor Monaten eingeschalten in alle internationalen Gremien. Wir haben im Nationalen Sicherheitsrat einen einstimmigen Beschluss, der wirklich klar ist, beschlossen. Und Österreich hat, auch wenn die Sanktionen nicht kostenfrei für uns sein werden, das wissen wir, sich trotzdem durchgerungen. Und das war sicherlich nicht einfach. Das sage ich als Grüne auch, weil ich weiß sozusagen, dass es für unseren Koalitionspartner nicht einfach war, hier trotzdem zu sagen, ja, wir sind ganz klar und es muss einfach sein, weil alles andere an Konsequenzen einfach noch schlimmere Folgen jetzt für Österreich hätte. Jetzt könnte man etwas zynisch sagen, was Österreich hier sich auspaldowert, das ist ja gut und schön, aber auf der Weltbühne spielt es eine eher geringe Bedeutung. Darf ich Ihnen sagen, warum das Entscheidende ist, das gemeinsame Auftreten der Europäischen Union. Ja. Das ist ganz entscheidend. Ja. Und die Europäische Union hat hier in den letzten Jahren oft ein Bild abgegeben, mit dem wir nicht zufrieden sein konnten. Ich glaube, in dieser Situation jetzt, und ich sage das ganz bewusst, von unseren Nachbarn beginnend, die hier oft die Ungarn. Einstimmigkeit verhindert haben, Ungarn. War es möglich, hier ganz stark gemeinsam aufzutreten. Genau. Am Beginn ist die Europäische Union gar nicht wahrgenommen worden von Russland, um das auch direkt zu sagen. Ja. Da hat man nur die USA und die NATO gesehen. Das hat sich mittlerweile geändert. Das verdankt mir auch den starken, großen Ländern, vor allem Macron, der viel hier in Bewegung gesetzt hat, nämlich in Europa.
Und wir müssen hier ganz stark bleiben, die Europäische Union. Und da kann Österreich eine größere Rolle spielen als die Größe unseres Landes. Zu einer gemeinsamen Linie hat man nach einigem Hin und Her auch beim Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 gefunden. Einiges hin und her, weil dieses Projekt natürlich eine wichtige Energiequelle gewesen wäre für Deutschland und auch für Österreich. Deswegen haben sich da einige quergelegt. In Deutschland etwa die SPD. Wie sieht denn das eigentlich die SPÖ in Österreich? Wie steht die zu Nord Stream 2? Naja, grundsätzlich die Linie der SPÖ, alles, was für Frieden, Stabilität und Sicherheit beiträgt, begrüßen wir. Und es reichen da Bekenntnisse einfach nicht, verbale Bekenntnisse. Wir glauben, dass wirtschaftliche Beziehungen, kulturelle Beziehungen, der Austausch von Studenten, von Jugendlichen, dass diese Faktoren der Völkerverständigung ganz, ganz wichtig sind. Das ist aber keine Antwort auf meine Frage. Ich denke mal, es ist ein Ansatz des Miteinanderredens, es ist der Dialog, es ist die Diplomatie. Ich bedauere, jede wirtschaftliche Kooperation, die nicht zustande kommt, finde ich traurig. Nicht jetzt aus rein finanziellen oder ökonomischen Interessen, sondern es verbindet die Länder. Es vernetzt die Länder miteinander, man hat gemeinsame Interessen. Aber, und wenn also, man gemeinsame Interessen hat, wird man weniger leicht Krieg führen. In dem Fall machen wir uns ja nicht nur weiterhin abhängig von fossilen Energien, das ist das eine. Ja. Ja. Also da müssen wir den Umstieg wirklich dringend anpeilen, weil wir ja sehen, was passiert, wenn uns das Gas ausgehen würde. Und zum Zweiten aber machen Sie sich da auch schon ein bisschen zum Komplizen natürlich von Russland, weil wer profitiert denn von Nord Stream 2? Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt schon in Betrieb und es wäre dann gekappert und wir haben eben keine Zufuhr mehr, sondern es ist ja noch gar nicht in Betrieb. Und Putin würde am meisten davon profitieren, weil er auch nämlich dann die Ukraine umgehen könnte. Also wir würden uns hier zum einen von den fossilen Energien abhängig machen, da brauchen wir sicherlich noch lange, bis das nicht mehr der Fall ist, aber wir würden uns durch Nord Stream 2 vor allem von Russland abhängig machen. Und da denke ich, in der Situation, das zu propagieren, ist ganz klar gegen das Aus von Nord Stream 2 gewesen. Herr Katzecker, finden Sie es richtig, sich beim Gas abhängig zu machen von Russland? Wir sind ganz klar gegen das Einstellen von Nord Stream 2, insbesondere auch die OMV, wo wir wissen, dass 30% der OMV der Republik Österreich, also den Steuerzahlern gehören, die hier hunderte Millionen Euro bereits investiert hat. Ich weiß nicht, ob wir so viel Geld haben, dass wir sagen, das ist jetzt alles egal, wir verzichten auf das. Es ist auch wirtschaftspolitisch ein völliger Blödsinn. Wir haben vorher gerade diskutiert, was jetzt die Sanktionen gegenüber Russland bringen und haben eigentlich festgestellt, naja, gar so viel bringen, realpolitisch bringen sie gar nichts. Da lachen die Russen. Sehr wohl schadet das ganz extrem, nicht nur über Nord Stream 2, sondern auch selbstverständlich den österreichischen, den europäischen Unternehmen, weil die Wirtschaftsbeziehungen gekappt werden und das einfach verboten wird, Geschäfte zu machen, gute Geschäfte. Bei den Geschäften kann man auch eine Basis aufbauen. Also wir sind vollkommen dagegen, weil das wirtschaftspolitisch und auch versorgungspolitisch ein völliger Unfug ist. Frau Kollegin Cicic, das ist die grüne Märchengeschichte, dass wir diese Mengen an fossilen Brennstoffen jetzt durch Windräder und Photovoltaikanlagen auch nur annähernd ersetzen können. Da reden wir von dem 50 oder was auch immer Fachen. Also da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Wobei ich nicht sagen will, dass wir grundsätzlich für den Ausbau auch der Erneuerbaren sind. Aber man muss realistisch sein. Von diesen 300 Terawattstunden, die wir heute benötigen in Österreich an Energie, sind gerade mal 15 bis 20 mit den Erneuerbaren. Also man kann jetzt nicht so tun, wir machen das jetzt zu, das Nord Stream 2, und bekommen unsere Energie aus Windrädern und Photovoltaik. Das ist naiv und es ist auch fahrlässig gegenüber der österreichischen Bevölkerung. Unsere Gasbestände mittlerweile sind auf einem historischen Tiefstand. Jetzt kann ich das Ganze wegdiskutieren, ignorieren. Das ist für uns Freiheitliche keine verantwortungsvolle Politik im Sinne auch unserer eigenen Bevölkerung. Also ich denke, ich halte für naiv, dass man glaubt, sich in Abhängigkeiten mit Despoten zu begeben und dann trotzdem über die diplomatischen Kanäle solche Konflikte auflösen zu können. Und Sie haben recht, es wird dauern.
Der Umstieg wird dauern, aber jetzt entscheiden wir, in was wir investieren. Ja. Und ich bin der Meinung, wir sollten in das investieren, was uns unabhängiger macht und nicht noch mehr abhängiger von beispielsweise schnell. Russland. Sehr gerne, aber ich wollte eine Folge. Das dauert. Lass mir mal Herrn Brandstätter entgegnen. Das, was der Kollege Troch gesagt hat, der nicht stimmt. Er hat gesagt, Handel soll verbinden. Nord Stream 2 hat genau die Ukraine abschneiden wollen und nicht verbinden wollen. Und deswegen war das, und Ihr Parteikollege Gabriel hat es ja auch vor kurzem gesagt, ein rein politisches Projekt. Und deswegen war es ein falsches Projekt. Deswegen war es falsch, dass die OMV hier sich so an Russland angebiedert hat. War völlig falsch, weil natürlich bekommen wir ausreichend Gas auch jetzt durch die Ukraine. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und manchmal braucht der Mensch auch Weckrufe. Es könnte ein wunderbarer Weckruf sein, dass wir sehr wohl, aber da sind die Landeshauptleute manchmal ein Problem, viel schneller in Windenergie investieren oder auch die Dächer voll machen mit den Paneelen. Und wenn wir da jetzt, das könnten sich die Regierung jetzt überlegen, ein Förderprogramm ganz schnell die nächsten Monate ausbaut, dass wir sehr viel mehr auch an Photovoltaik machen, dann können wir um einiges unabhängiger schon in nächster Zeit sein. Und im Übrigen, der Herr Putin soll schauen, dass er seine Pensionisten bezahlt. Also der muss froh sein, wenn wir ihm das Gas auch über die, ja mal über die ukrainische Pipeline abkaufen. Es kommt genug Gas zu uns, das kann nicht das Problem sein. Die Energieversorgung, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt dabei. Mir tut die Regierung viel zu wenig, um die österreichische Energieversorgung sicherzustellen. Ich habe hier eine Statistik mitgebracht. Das zeigt ganz klar, im Jahr 2020 haben wir einen Tiefstand, wie der Kollege Kassiger schon verwiesen hat, einen Tiefstand an eingelagerten Erdgas. Und ich glaube, einerseits, die Grünen wollen die fossile Energie nicht. Ich bin für die Zukunft bei euch. Ja? Es gibt keine Zukunft mit fossilen Energien, Herr Kollege. Wir werden nachhaltig umsteigen, aber das ist ja nicht das Problem. Jetzt, sondern schrittweise. Ja. Dass die Grünen sind gar nicht interessiert, dass wir fossile Energie einlagern. Die ÖVP, die angebliche Wirtschaftspartei, Energiepartei ist ja keine, aber hat versagt auch. Wir haben 18% von den Möglichkeiten her eingelagertes Erdgas. Das ist der historische Tiefstand. Dänemark hat knapp 60% Energiereserven, was Erdgas betrifft, Österreich nicht. Das heißt, die Bundesregierung hat hier ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und sozusagen die Ukraine-Krise ist ja nicht, was uns gestern überrascht hat. Und die Ukraine-Krise schwelt ja seit Langem. Russland hat ja schon die Energieversorgung der Ukraine, ich kann mich gar nicht erinnern, welches Jahr, vielleicht weiß das ein Kollege, hier gestoppt. Und das war der Moment gewesen. Und da haben wir auch umorientiert in Europa, die Energieversorgung mit Erdgas nicht nur über die Ukraine laufen zu lassen, als klares Krisengebiet. Ich bekenne mich zu Nord Stream. Das ist für Österreich wichtig. Es muss mehrere Standbeine der Energieversorgung Österreichs auch bei Erdgas geben. Und nicht nur von Russland, aber auch. Aber jetzt, glaube ich, ist es ein klares Zeichen, was der deutsche Bundeskanzler verkündet hat. Und ich glaube, es ist klar, dass wir in der Situation jetzt einmal mitgehen und Nord Stream fürs Erste stillgelegt haben. Und dann werden wir weiterreden. Als Russland da zum ersten Mal den Gashahn abgedreht hat, 2007, 2008, war das ein Warnsignal? Hätten wir da den Handel reduzieren sollen? Na, das ist immer so einfach gesagt, hätten wir reduzieren sollen. Wo sind die Alternativen? Und man muss dann schauen, zu welchen Kosten das dann weitergegeben wird. Schauen Sie, wir haben unabhängig von dieser Krise jetzt schon, nicht nur bei uns, in anderen Ländern viel stärker als bei uns, das große Problem, dass sich zunehmend Menschen die Energiekosten nicht leisten können. Ich war vor kurzem in Nordmazedonien. Dort war das Hauptthema bei meinem Besuch, die Energiekosten. Es sind ja auch österreichische Energieversorger in Nordmazedonien wie die EVN. Die spüren das auch sehr deutlich. Und das gehört zu den großen Sorgen der Menschen neben der Inflation, vor allem die Energiekosten. Und daher glaube ich, ist es schon richtig, und wir dürfen uns hier nicht als Insel sehen, dass die Europäische Union hier die Schwerpunkte richtig setzt, nämlich durch diesen Green Deal zu mehr Unabhängigkeit zu kommen und Schritt für Schritt, da stimme ich ja überein, was Kollege Kassiger gesagt hat, das geht nicht über Nacht, aber dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, was die Alternativen betrifft. Und da sehe ich aber die Landeshauptleute oft als die Motoren und einzelne Bundesländer, was solche Projekte betrifft und nicht als die, die hier bremsen. Also ich kenne keinen Landeshauptmann, keinen einzigen, der hier auf der Bremse steht, wenn es darum geht, Photovoltaik, Windenergie, auch die Wasserkraft, oft umstritten, haben wir
Wir beide sind Steirer, mehrfach miterlebt. Ja gut, aber jetzt kurzfristig. Karl Nehammer hat uns schon beruhigt, es wird nicht kalt werden, auch wenn Russland den Gashahn zudreht. Aber wie teuer wird es werden? Genau das ist die Frage. Und wenn es teurer wird, was muss der Steuerzahler dann für die Allgemeinheit leisten und was bleibt beim einzelnen privaten Haushalt hängen? Darf ich nur daran erinnern? Das ist ein Problem. Ja, und die Frage ist aber auch, wie teuer wird eine Eskalation sein? Die wird bei Weitem teurer sein als das, was wir jetzt versuchen. Ja? Darf ich nur daran erinnern, dass in der Ukraine beim Krieg seit 2014 14.000 Menschen gestorben sind, dass dort Menschen jetzt bombardiert werden und dass wir damit rechnen müssen, dass Putin mit seinen Truppen noch weiter marschiert. Bei aller Respekt für Energiekosten ist ganz wichtig, aber wir müssen wissen, was sich dort gerade abspielt, dass dort Cyberangriffe sind, dass die möglicherweise auf andere, auf EU-Staaten auch ausgeweitet werden und dass wir uns gegen einen Potentaten, Diktator, was auch immer, zur Wehr setzen müssen. Und das müssen wir gemeinsam machen mit allen unseren Möglichkeiten. Das halte ich für wesentlich. Wie wir das tun können, darüber wollen wir noch sprechen. Jetzt möchte ich noch zu einem anderen Thema kommen. Dass Österreich wirtschaftlich eng mit Russland verbandelt ist, das haben wir hier schon besprochen. Aber es ist nicht nur der Staat als solcher, sondern auch einzelne Personen. Und da nicht irgendwer, sondern sehr oft sind es frühere Politikerinnen und Politiker, die nach ihrer Karriere für russische Unternehmen tätig sind. Patrick Gruschka und Stefanie Liodolter haben ein paar Beispiele dafür gefunden. Danke. Auf der eigenen Hochzeit nicht der Star zu sein, das muss hier einmal jemand nachmachen. Danke sehr. Es sind Bilder, die um die Welt gegangen sind, als der russische Präsident Wladimir Putin bei der Hochzeit der damaligen von der FPÖ nominierten Außenministerin Karin Kneißl auftaucht. Einen Knicks später war die Aufregung komplett. Nicht wenige haben das als Unterwerfungsgeste gegenüber Putin und Russland verstanden, die sich offenbar ausgezahlt hat. Nach Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition wird Kneißl vor einem Jahr von Moskau in den staatlichen Ölkonzern Rosneft geholt. Zum ORF wollte sie dazu nichts sagen. Dafür tritt die Ex-Ministerin immer wieder im russischen Propagandasender Russia Today auf. Aber es zieht nicht nur Blaue nach Russland. Der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler und ÖBB-Chef Christian Kern sitzt im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn. Ex-ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling hat sich als Lobbyist bei Gazprom für die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 eingesetzt. Alfred Gusenbauer, auch ehemaliger SPÖ-Kanzler, war in einem Kreml-nahen Think Tank aktiv, betont aber, dass er dort nicht mehr tätig sei. Und Ex-ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel sitzt seit 2019 im Vorstand des russischen Mineralölkonzerns Lukoil. Er lässt über eine Sprecherin ausrichten, Lukoil sei kein staatliches Unternehmen, sondern an der Londoner Börse. Wirtschaftliche Interessen versus europäische Solidarität. Bis jetzt haben österreichische Ex-PolitikerInnen immer wieder versucht, auf beiden Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ich schaue jetzt jeden hier in der Runde an und ich gendere bewusst nicht, denn die Frau Ernst-Tschertschitsch ist jetzt bewusst ausgenommen. Warum lassen sich denn Politiker nahezu jeder Couleur nach ihrer Karriere von russischen Unternehmen ködern? Ja, das sind ja nicht nur russische Unternehmen. Schauen Sie, es gibt auch deutsche Unternehmen und ehemalige SPÖ-Kanzler, die in Argentinien dann eine weitere Karriere machen. Oder Siemens, um nur eine weitere Firma zu nennen. Das ist jetzt alles so auf Russland fixiert. Österreich hat enge wirtschaftliche Kontakte auch mit der Ukraine. Österreichische Banken sind auch in Belarus sehr aktiv. Aber natürlich, wenn man in Moskau, in Scheremetjewo landet und nach Moskau hineinfährt, da ist Raiffeisen ganz, ganz stark vertreten. Es ist gut für ein kleines Land, für eine exportorientierte Volkswirtschaft, wenn hier Unternehmen auch den Mut aufbringen. Wo verdienen wir unser Geld? 60% im Export. Und wenn hier Politiker die Erfahrung aus der Politik mitbringen, bei Firmen arbeiten, die Frage ist, welche Standards sind in diesen Firmen? Unterstütze ich ein System, das sich an keine Standards hält, dann bin ich dagegen. Aber wenn eine börsennotierte Firma, die in London börsennotiert ist, hier einen österreichischen Ex-Bundeskanzler hat, dann sehe ich das völlig unproblematisch. Also, Entschuldigung, also erstens, Gazprom ist auch börsennotiert. Ja, also börsennotiert allein, das ist das eine Thema. Ja, aber das ist
Ich hab als Journalist schon immer dafür argumentiert, dass es einen Wechsel zwischen Politik und sogenannten bürgerlichen Berufen geben soll. Also dass Politikerinnen und Politiker auch irgendwo gesucht werden und dann arbeiten, wenn sie noch nicht im Pensionsalter sind, finde ich sehr gut. Ich glaube, dass man sich dann wirklich überlegen muss, was macht man. Die Frau Kneißl ist da schon ein Sonderfall, weil ich habe die letzten Tage verstärkt Russia Today geschaut und das ist eine derart unverschämte Dummpropaganda, Verblödungssender, ja. Also sich dafür herzugeben, ist eigentlich beleidigend für sie selbst und ich kann mich da nur wundern. Was Unternehmen betrifft, glaube ich, muss jeder für sich entscheiden, wird er dort eingekauft und sagt er dann wieder, Herr Schröder, Herr Putin ist ein lupenreiner Demokrat, dann habe ich große Probleme damit. Wird er für seine Fachkenntnisse geholt, dann muss er sich überlegen, was mache ich dort und werde ich missbraucht und werde ich nicht bezahlt wie ein Aufsichtsrat, sondern möglicherweise wie ein Fanboy oder ein Fangirl, dann ist es wieder etwas anderes. Ich glaube, man muss da in jedem Einzelfall unterscheiden. Aber sich für die Propaganda herzugeben oder Putin einen lupenreinen Demokraten zu nennen, das ist heute für ganz schrecklich. Herr Troch, wie sehen Sie das? Ab wann wird es für Sie problematisch? Also grundsätzlich bin ich einmal beim Wechsel von Politikern, von ihrer Funktion in die Privatwirtschaft für eine Cooling-off-Phase. Also eine Phase, wo sich der Politiker, der mitunter je nachdem auch nach Funktion ja auch Anspruch auf eine Art von Abfertigung hat, muss man auch bezahlen, aber, ne? sich raushält sozusagen, sich orientiert und nach einer bestimmten Zeit, nach einer bestimmten Phase, eben Cooling-off-Phase genannt, dann in relevante, mitunter auch politiknahe Wirtschaftsbereiche eintritt. Aber diese Cooling-off-Phase heute für ganz wichtig, auch in der Innenpolitik. Auch wenn ein Politiker, siehe Justizminister, an den Verfassungsgerichtshof wechselt, wäre ich für eine Cooling-off-Phase zwecks Sauberkeit. Und die Sauberkeit ist ja durch die Korruptionsgeschichten der letzten Zeit, der Regierung Kurz, ist das Thema Sauberkeit ja wirklich wichtig geworden. Jetzt diese Cooling-off-Phase, die gibt es leider vom Gesetz ja nicht. Aber wenn ein Politiker grundsätzlich die Qualifikation hat und einem Christian Kern als ehemaligen Generaldirektor der österreichischen Bundesbahnen wird niemand die Kompetenz absprechen, dass er im Eisenbahnbereich ein modernes, kompetentes Managerwissen hat, wenn er sich eben dann, wenn er wechselt in die Privatwirtschaft oder eben in den Bereich der russischen Eisenbahnen, ist das eine Möglichkeit. Mir ist das lieber, wenn Sie einen Politiker dann ehrlich sein Geld verdient, sozusagen, das ist mir lieber, als wenn ein Innenminister, ein ehemaliger Innenminister der ÖVP wegen Korruption verurteilt ist und in Simmering in der Strafanstalt landet. Gut, das führt uns jetzt aber zu einem anderen Thema. Darf ich da trotzdem etwas dazu sagen? Weil ich finde, das ist so eine Stellvertreterdebatte. Ja? Also wir reden jetzt nicht über mögliche Gesetzesänderungen, damit in Zukunft irgendwer sozusagen eine Zwischenpause hat, bevor er oder sie in die Privatwirtschaft geht. Wir reden darüber, dass Politiker und Politikerinnen für Despoten lobbyieren und wir zunehmend ein Problem damit haben, weil sie nämlich auch relativieren, legitimieren und das Ganze auch verwässern und es zunehmend auch für uns schwieriger machen, in Europa eben diese klare Haltung aufrechtzuerhalten. Darüber reden wir, Herr Kollege, und nicht über mögliche sozusagen, wie gesagt, Pausen, die durchaus auch in meinem Sinne wären. Aber nochmals, jetzt reden wir über einen konkreten, einen aktuellen, einen eskalierenden Konflikt und nicht so sehr innenpolitischen Geplänkel zwischen der Partei. Ich habe Sie da vorhin ausgenommen mit meiner Frage. Aber auch bei den Grünen gab es ja schon den ein oder anderen überraschenden Karrieremove, Stichwort Eva Glawischnik. Können Sie ausschließen, dass Werner Kogler in 3 Jahren bei Gazprom anheuert? Also ich werde ganz sicher jetzt nicht für den Werner Kogler sprechen und zweitens nicht ausschließen, was er vielleicht in Zukunft machen wird. Und auch da würde ich vielleicht dafür plädieren, dass wir zurück zur Diskussion finden, weil für mich die Situation einfach zu ernst ist. Ja, aber wir wissen, es eskaliert jetzt Stunde für Stunde. Es war klar, dass wenn heute die Sanktionen offiziell beschlossen werden, es hier sozusagen einen Move von der anderen Seite geben wird. Aber die Ungewissheit ist so groß, dass wir es uns nicht leisten können, hier über österreichische Innenpolitik zu reden und parteipolitisches Kleingeld. Ich möchte trotzdem Herrn Kasseger noch die Möglichkeit geben, auf Karin Kneißl zu sprechen zu kommen. Internationaler Bühne mit unseren Verbündeten sprechen, Herr Kasseger, vielen Dank.
Also Karin Kneißl und die Sache sollen Politiker dann in die Wirtschaft gehen, unmittelbar nach ihrer politischen Tätigkeit. Punkt 1. Karin Kneißl muss halt immer herhalten als Beispiel für die freiheitlichen Connections. Ich stelle mir fest, die Karin Kneißl war niemals Parteimitglied der FPÖ und ist es auch nicht. Offensichtlich findet man sonst niemanden aus dem freiheitlichen Umkreis, der solche Glanzkarrieren wie Sebastian Kurz in Silicon Valley oder Gernot Blümel bei Finanzdienstleistern macht. Also das ist schon ein strukturelles Problem, wohl doch eher der SPÖ und der ÖVP. Wir haben jetzt ein paar Namen gehört, diese Listen sind ja meterlang. Und das Problem ist natürlich das, dass es möglicherweise einen Zusammenhang gibt für die Zeit nach der politischen Karriere, dass das Verhalten während der politischen Karriere. Also wird man belohnt oder nicht belohnt? Ich will niemandem was unterstellen, ich will das aber auch nicht ausschließen. Aber da fällt uns der Knicks von Karin Kneißl ein. Und dann wird es aber kritisch, weil ein Politiker sollte an sich der Bevölkerung verpflichtet sein und nicht Gazprom oder Silicon Valley oder sonst was. Also da haben wir dann eine Schnittfläche, wo es kritisch wird. Aber Herr Kassacker, wenn Sie diese Bilder sehen von Karin Kneißl, wie sie als Außenministerin einen Knicks vor dem russischen Präsidenten macht, finden Sie denn, dass das einer Außenministerin würdig ist? Ich habe es im Plenum schon gesagt, wir werden diese Linie, das war 2018, glaube ich, diese Linie wird die Freiheitliche Partei nicht mehr weiter verfolgen. Ja. Ich habe es im Plenum auch gesagt, wörtlich. Es werden, sofern die Freiheitliche Partei wieder mal Minister stellt, werden keine Hochzeiten geben, wo getanzt wird mit Putin oder wem auch immer. Gut, das wird es nicht mehr geben. Ich möchte jetzt noch auf einen Aspekt dieses Themas kommen, der etwas in den Hintergrund gerät. Es geht nämlich nicht nur um Macht, es geht nicht nur um Politik, es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht ganz konkret um Menschenleben. Und wenn es zu einem Krieg kommt, dann werden viele Menschen zur Flucht gezwungen werden. Und eine Anlaufstelle könnte Österreich sein. Was hat denn die Regierung für Vorbereitungen getroffen, falls es wirklich zu einer neuen Flüchtlingsbewegung kommt? Da muss man auch faktenbasiert antworten. Faktum ist, dass Österreich für viele Länder Destination war, aber nicht für die Ukrainer. Sie kennen die Zahlen wahrscheinlich von den letzten Jahren. Das waren nicht einmal 100. Die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Und wir wissen es, dass hier Polen enorm belastet wäre. Wir wissen es, dass auch Ungarn hier massiv unter Druck käme, Rumänien, andere Staaten. Aber für Österreich sehe ich hier, und auch die Experten sehen hier, Österreich nicht so gefordert. Österreich hat in diesem Bereich im letzten Jahrzehnt mehr geleistet als der ganz, ganz große Schnitt in Europa. Sie wissen es, wir sind hier mit Deutschland und Schweden an der Spitze, was unsere Belastung betrifft. Wir müssen alles tun, dass es eben nicht zu dieser Fluchtbewegung kommt, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Wenn es zu Fluchtbewegungen kommt, dann glaube ich, sind wir hier als Gemeinschaft, als Europäische Union gefordert, vor allem den Staaten zu helfen, wo der Druck am stärksten sein wird. Und das wird Polen sein, das wissen wir, dass wir hier dann uns Polen gegenüber solidarisch verhalten. Das heißt, Österreich soll Ihrer Meinung nach eher wenige Leute aufnehmen, wenn überhaupt welche? Der Druck auf Österreich wird hier nicht groß sein. Wir haben keine große ukrainische Community bei uns. Und die Experten, und da vertraue ich den Experten, sagen uns, die Menschen gehen dorthin, wo ihre Volksgemeinschaft schon ist, wo Ukrainer schon sind. Und das ist hier nicht Österreich. Im Übrigen habe ich das auch heute noch mit dem ukrainischen Botschafter auch besprochen. Ich würde jetzt schon einmal noch auf die Situation in der Ukraine schauen. Also dort, wo eben jetzt die Russen einmarschiert sind, sind ja sehr viele Menschen geflüchtet. Ja, es gibt ja bereits Binnenflucht. Und ich glaube, dort müssen wir helfen. Ich weiß, dass die Caritas in der Ukraine sehr aktiv ist. Dort brauchen wir Unterstützung. Ich glaube, dass dort Sanitäter gebraucht werden, vielleicht Ärztinnen und Ärzte gebraucht werden. Und dort müssen wir jetzt helfen. Das italienische Parlament. Ich glaube, dass wir da mehr machen. Wir werden auch das auch morgen im Nationalrat besprechen. Ich glaube, dass wir auch, was Wirtschaftshilfe betrifft, das italienische Parlament da hat schon begonnen. Ich glaube, dass jetzt der Länder auch überlegen müssen, wo sie helfen können, wo man mit Geld helfen kann, wo man mit Personen helfen kann, wo man, wie gesagt, Ärztinnen und Ärzten mit NGOs, Caritas helfen kann. Und darüber müssen wir dringend reden, weil den Menschen geht es dort schlecht. Das ist der Status quo. Wenn es noch schlimmer wird, das heißt, wenn die russischen Truppen weiter
vormarschieren, dann müssen wir uns ohnehin noch viel mehr überlegen, was wir, vielleicht wird es mobile Krankenhäuser etc. brauchen. Ich glaube, wir müssen uns um die Menschen in der Ukraine kümmern. Das sind unsere Nachbarn, die sind ganz nahe bei uns. Und wir müssen, ich glaube, und das ist jetzt noch eine politische Überlegung, ich glaube auch, und heute haben Polen und Litauen das schon gesagt, man muss der Ukraine auch die Aussicht geben, der Europäischen Union beizutreten. Also einen Beitrittsstatus bin ich auch dafür, dass wir sagen, reden wir mit der Ukraine, dass die Menschen dort auch ein Stück Perspektive haben, dass sie der Europäischen Union beitreten können. Dann bringt das auch ein bisschen Spirit in das Land hinein und ich glaube, dafür sind wir auch zuständig. Frau Ernst-Cercic, ganz kurz, weil wir schon fast am Ende unserer Sendezeit sind, wenn doch wieder Menschen zu uns kommen, werden die Grünen dann wieder zuschauen, wie der Koalitionspartner sie abschiebt oder werden sie diesmal etwas anderes tun? Wenn Menschen zu uns kommen, die in Not sind, dann werden wir sie aufnehmen. Was stimmt ist, dass jetzt schon sehr viele Binnenflüchtlinge bereits jetzt Unterkünfte suchen mussten seit 2014. Das wird oft vergessen, wie viele jetzt schon nämlich auf der Flucht sind oder eben nicht in ihrer Region, in ihrem Dorf leben können. Und ja, natürlich müssen wir hier als Europäische Union solidarisch sein mit jenen Staaten, die sozusagen direkt an der Grenze sind und womöglich die Ersten sein werden, bei denen diese Menschen ankommen. Aber wir dürfen und wir können uns da natürlich nicht rausnehmen. Nicht nur für die EU und für Österreich hoffen wir, dass es nicht zu einer humanitären Katastrophe kommt, sondern natürlich vor allem für die Menschen in der Ukraine selbst. Die nächsten Stunden und Tage und Wochen, die werden es wohl zeigen. ORF3 berichtet natürlich weiterhin durchgehend. Für heute darf ich mich bei meinen Gästen für die angeregte Diskussion bedanken und Ihnen zu Hause danke ich für das Interesse. Gleich im Anschluss sehen Sie jetzt hier in diesem Programm zwei Dokus über Wladimir Putin und morgen ab 9 Uhr überträgt ORF3 den zweiten Plenartag im Nationalrat, unterbrochen immer wieder von aktuellen Meldungen zur Ukraine. Und um 20.15 Uhr geht es dann auch bei ORF3 Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittelbacher in Politik Live um genau dieses Thema. Jetzt aber wünsche ich Ihnen einen guten und schönen Abend. Bis bald in ORF3.